Hallihallo, meine Lieben. Ja, Neuigkeiten aus der Wurfkiste von unserer Valentina. Heute Morgen gibt es jetzt erstmal eine leckere Fischstange zum Frühstück. Zur Ablenkung. Damit Mami nicht ganz so aufgeregt ist. Auch Fisch ist nicht so dein Geschmack. Magst du lieber getrocknetes Fleisch? Kommt das so eher in die engere Auswahl? Ja, wie man sieht, die süße Valentina ist überhaupt nicht futterneidisch. Also da gibt es Hunde, die ganz, ganz anders da sind. Aber sie ist dann wirklich eine Zuckersüße. Sie keine Zeit zum Essen vor lauter Aufregung. Ja, jetzt hole ich mir mal als allererstes das erstgeborene Baby. Wie ihr seht, die Kleinen haben jetzt bereits die Äugelchen geöffnet. Das nicht süß? Ja, das ist die redmerfarbige Hündin mit dem weißen Fleck im Genick und dem weißen Schwanzspitzchen. Hoch in die Ohrchen, ist das nicht süß? Wie so ein kleiner Mini-Husky, finde ich, sieht die fast aus. Mit ihrer süßen Zeichnung. Ja, und dann nehmen wir mal das zweitgeborene Mädchen. Ist das nicht goldig? So kleines Eichhörnchen. Wird schon richtig rot, die Kleine. Richtig intensiv rot. Der weiße Brustfleck und die weißen Söckchen. Ach Gott, ist das nicht goldig? Ja, Valentina. Ich bin ganz lieb mit deinen Babys. Langsam. Ich mach deinem Baby nichts. Alles gut. Alles gut. Aber wir müssen nach dir schauen, du kleine Quarktasche. Auch wenn du das nicht geheuer findest, dass ich dich einfach greife und nehme, gell? Alles gut. Ja. Und das ist auch, warum ich immer sag, so früh hat noch niemand Fremdes was an der Wurfkiste zu suchen. Ihr seht, wie wahnsinnig aufgeregt die Valentina ist jetzt hier bei der morgendlichen Kontrolle von ihren Babys, obwohl ich ihre gewohnte Bezugsperson bin. Aber das Baby quietschelt einmal und schon muss sie ganz genau schauen, ob wirklich auch alles in Ordnung ist. Ja, weil der Mutterinstinkt, der ist natürlich mega groß. Es geht ja da um das Leben von ihren Babys, auf das sie aufpassen muss. Jetzt mag man sich gar nicht ausmalen, wenn das jemand Fremdes wäre, der nach den Babys schauen würde. Also das würde wirklich nur unnötig Unruhe in die Wurfkiste bringen. Ja, Valentina. Alles gut. So. Und vor lauter hast du jetzt gar nicht dein Trockenfleisch und dein Fischi essen können. Aber wenn jetzt dann wieder Ruhe einkehrt,
Dann hat sie auch wieder Zeit dafür. Gell, Maus? So, bis zum nächsten Mal mit Neuigkeiten aus der Wurfkiste von unserer Pomeranienhündin Valentina. Bis dann, meine Lieben. Tschüss.